Herzlich willkommen im KRONE.at Sportstudio. Ich freue mich über hohen Besuch und zwar darf ich den General Manager Sport der Wiener Austria begrüßen. Hallo Peter Stöger. Servus. Vielen Dank für den Besuch. Es gibt natürlich viel Aktuelles und Sportliches zu besprechen. Ich mag trotzdem mit einer vielleicht ein bisschen unerwarteten Frage beginnen, weil ich nämlich, wie man das so tut, wenn man investigativ recherchiert ich in der Vorbereitung auf dieses Interview in YouTube den Namen Peter Stöger hineingeklopft habe. Okay. Und man kommt dann relativ schnell auf ein Schnipsel aus dem Jahr 97 muss das gewesen sein. Das zeigt den frisch suspendierten oder aus dem Kader gestrichenen Rapid-Spieler Peter Stöger, der noch kein klärendes Gespräch mit dem Trainer Dokubil über diese Suspendierung gehabt hat und trotzdem im ORF-TV-Studio steht und dort die Fragen eines gewissen Hans Huber beantwortet. Das übrigens damals schon sehr eloquent und sehr strategisch denkend offenbar. Das bringt mich zu einer Frage, die dieser Tage gerade uns Journalisten immer wieder unter den Nägeln brennt. Weil so etwas heutzutage natürlich völlig undenkbar war. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Trainer Peter Stöger einen gerade suspendierten Spieler erlaubt, ins TV-Studio zu gehen. Das ist mir auch nicht erlaubt worden damals, glaube ich. Sie haben es halt einfach gemacht. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber die übergeordnete Frage, die mich interessieren würde, weil die Journalisten natürlich schon sagen, damals hat man halt noch richtige Inhalte präsentieren können, damals war man noch mittendrin, damals war halt sowas noch möglich. Vermisst du diese Zeit, vermissen Sie diese Zeit? Hast du das Gefühl, ja, ein bisschen langweiliger sind die Fragen schon worden, die Interviews auch? Oder sagst du halt, liebe Journalisten, lasst euch was Besseres einfallen, dann werdet ihr auch bessere Antworten bekommen? Ja, das ist, die Antworten sind dann schon meistens so spannend, wie die Frage heute ist. Ne? Das ist schon klar. Ne? Und ich würde sagen, es ist im Laufe der Jahre nicht wahnsinnig schlechter geworden. Aber Qualitätssprung würde ich sagen, haben wir auch in den meisten Bereichen. Mal schauen, was heute noch kommt. Ne? Ja, also bis jetzt ist es auszuhalten. Bis jetzt ist es okay, ja. Genau, wunderbar. Aber die Frage nach diesen echten Typen, die verbirgt sich ja in Wahrheit dahinter. Die kommt ja immer wieder auch, das gebe ich ja auch zu, von uns Journalisten. Also wir bejammern unter Anführungszeichen ja schon immer wieder, dass halt die Generation Stöger, als die noch aktiv war, fetzigere Antworten gegeben hat, als das jetzt womöglich, ohne Namen nennen zu wollen, die jetzige Generation tut. Ja, aber ich glaube, das liegt schon am Zeitgeist. Nein. Also es ist ja alles, was du sagst, und deswegen sind die meisten wahrscheinlich relativ vorsichtig. Das polarisierst du mit jeder Ausgabe, die du in irgendeiner Situation sagst. Ja, alles, was du sagst, wird ja kommentiert, von wem auch immer. Ne? Also mittlerweile gibt es ja Millionen Menschen, die nichts anderes tun, als dass sie irgendwelche Aussagen von A, B oder C bewerten, beeinflussen, eine Geschichte daraus machen. Und deswegen sind die meisten wahrscheinlich relativ vorsichtig. Und haben wahrscheinlich auch so gebrieft von, was wir alles nicht gehabt haben, also vom Management, von Führung des Clubs, wo man darauf hinweist, dass sie halt ein bisschen vorsichtiger sein sollen. Aber am Ende ist es mir, also habe ich als Trainer zumindest also kein Problem damit, wenn Spieler mal was sagen, was ein bisschen kritischer ist, wenn sie auch dazu stehen, wenn sie auch Erklärungen dafür haben, was möglicherweise nicht passt in einem Spiel, von mir sogar in einer Aufstellung, das muss man halt auch dazu stehen. Weil wir verlangen ja schon mündige Spieler am Platz und deswegen kann das seine Meinung dann schon zum Besten geben. Es sollte halt ein bisschen was an Inhalt sein, sollte ein bisschen was an Nachvollziehbarkeit sein, sollte ein bisschen was mit Anstand und Respekt trotzdem sein. Mhm. Du selbst liegst ja auch als sehr gewieft im Umgang mit Journalisten. Peter Schöttler hat einmal gesagt, du bist der Schlaueste überhaupt in der Hinsicht. Du hast ja auch in Deutschland für Aufsehen oder für ein bisschen Verwunderung gesorgt, als du deine Handynummer einfach an Journalisten verteilt hast. Zumindest ist so die Story kolportiert worden. Warum hast du das getan? Und vielleicht gleich eine Zusatzfrage. Von dir ist zumindest überlieferterweise kein echter Wickel mit der Bild-Zeitung bekannt. Das gibt es ja in Deutschland auch kaum, dass irgendein Trainer nicht einmal mit der Bild-Zeitung ein Problem gehabt hat. Ja, also ich würde jetzt mal sagen, ich habe Verständnis dafür, dass Journalisten halt auch im Job nachgehen. Nicht? Und da geht es halt um Geschichten, da geht es für die dann in diesen Geschichten um Erreichbarkeit. Und ich habe halt schon den relativ einfachen Zugang, wenn jemand was wissen will und ich zu einer Thematik beitragen kann, dass ich was aufklären kann, ist es mir lieber. Er hat Kontakt mit mir und wir diskutieren es durch. Was er dann daraus macht, ist ja eh seine Sache, als ich ärgere mich darüber, dass ich meine Nummer nicht hergebe und muss dann nachfragen, warum die Geschichte so gelaufen ist. Also ich hab schon Verständnis dafür, dass jeder seinen Job macht. Das heißt jetzt nicht, dass ich mit irgendwem in einem Boot sitze und Geschichten produziere, aber ich halte das ganz einfach schon für sehr wichtig, dass du erreichbar bist, dass du zu wichtigen Themen, die in dem Fall die Journalisten, möglicherweise auch die Zuschauer interessiert, dass du da deinen Senf dazugeben solltest,
wenn es gefragt ist. Und deswegen ist das für mich, also ich glaube, es hat jeder meine österreichische Nummer und meine deutsche Nummer, die ich immer noch habe, weil ich immer noch sehr, sehr viel Kontakt habe. Für mich ist das ein normaler Zugang. Also alles andere verstehe ich nicht. Wir leben in einer Medienwelt als Fußballtrainer, als Fußballspieler. Und wenn du halt willst, dass du korrekt behandelt wirst oder dass du zumindest in einer positiven, eher geht es ja dann um negative Geschichten, eine Möglichkeit haben willst, dass du einen Satz dazu abgibst, dann musst du halt auch erreichbar sein. Ne? Wie viele Fans haben denn deine Handynummer eigentlich? Weiß ich nicht. Die Frage ist, Wie viele Fans habe ich überhaupt? Das ist immer die erste Frage. Und wie viele von diesen paar Fans haben meine Nummer? Also die mich mögen, denke ich, die haben alle meine Nummer. Also ich mache da kein Geheimnis. Das wurde ja auch noch nie in irgendeiner Form verwendet, so, wo man denkt, war schade. Missbraucht, ja. Ja, also ich glaube, das ist, vielleicht ziehe ich auch nur diese Menschen an, die mich dann vielleicht auch kontaktieren, wenn es wirklich angebracht ist, wenn sie was brauchen, wenn ich wo helfen kann, wenn ihr ein Interview oder sonst irgendetwas geben muss. Aber ja, also ich mache kein Geheimnis draus. Also ich sage jetzt auch nicht mein Telefonnummer, aber hätte man nichts dagegen. Ja, aber also ich habe seit über 10 Jahren diese österreichische Nummer und seit über 7 Jahren diese deutsche Nummer nicht. Und die mir irgendwann einmal über den Weg gelaufen sind, die haben den Kontakt von mir halt. Also anders gefragt, wie viel Zeit investierst du denn in die Fanarbeit oder in die Kontaktpflege mit Fans? War ja ein bisschen ein friktionsbeladenes Verhältnis zwischen der Austria und den Fans in jüngerer oder mittelfristiger Vergangenheit. Siehst du es als deine Aufgabe, da die Wogen zu glätten, und wie viel investierst du da? Also wenn es gefragt ist, dann engagiere ich mich halt nicht. Ob es jetzt an der einen Seite ist, in dem Fall vom Verein, oder wenn es die andere Seite ist, wenn was über Fanseite kommt oder wenn was über Medien kommt, dann wenn es gefragt ist, dann engagiere ich mich halt nicht. Also ich bin jetzt nicht jemand, der da permanent unterwegs ist und jedem auf den Geist geht, indem ich mich präsentieren möchte oder irgendwas umsetzen möchte, sondern verfolge meinen Plan, der jetzt nicht wichtig für die Austria ist, den ich mir selber zur Aufgabe gemacht habe mit meinem Team, dass wir das ordentlich hinkriegen. Und wenn irgendwo Bereiche sind, wo ich mich einbringen kann und denke, dass es Sinn macht, dann bringe ich mich ein. Ich habe schon relativ viel zu tun und es ist auch klar, dass es jetzt nur ein bisschen mehr geworden ist. Aber das ist schon alles stemmbar, weil ich ein gutes Staff rund um mich habe und die das mit mir dann koordinieren und mitorganisieren. Dann mag ich dem Thema Fans noch einmal einen ganz aktuellen Spin verleihen, sozusagen. Am Sonntag steht ja das erste Heimspiel der Saison auf dem Programm. Das vor maximal 3000 Fans, wie wir seit kurzem wissen. Das wiederum stieß beim offiziellen Club der Wiener Austria in Person von Markus Kretschmer, sagen wir mal, auf mittelmäßig viel Gegenliebe. Auch du hast dich geäußert und hast gemeint, ja, Fußball braucht grundsätzlich Fans. Wie gut oder schlecht bist du denn auf die Bundesregierung zu sprechen? Das hat nichts mit gut oder schlecht zu tun. Also klar ist, dass man wirtschaftlich würde man volle Hütten brauchen. Gesundheitlich habe ich Verständnis dafür, dass das momentan möglicherweise nicht umsetzbar ist. Die einzige Problematik, und ich glaube, darum geht es allen, ist, dass du irgendwann eine gewisse Planbarkeit brauchst. Also rauszugehen, also wenn wir jetzt an diese Ampel diskutieren, dann war irgendwo einmal klar, wir können ja jetzt nicht darüber diskutieren, dass Gelb 5000 bedeutet, und das war gelb, du gehst in den Abo-Verkauf. Wir haben die Gott sei Dank noch rechtzeitig stoppen können, aber das ist natürlich eine Diskussion, dass du dann von 5 auf 3 gehst. Wenn du grün bist, kannst du eigentlich 10 haben, von Start weg der Ampel. Also es ist jetzt sehr viel Verwirrung, und wenn du ein Geschäft planen willst, da geht es uns wahrscheinlich wie tausenden anderen Geschäftsleuten, dann brauchst du eine gewisse Sicherheit, an was du dich halten kannst, dass du weißt, wie du quasi dein Thema, in dem Fall ist es bei uns der Abo-Verkauf, die Zuschauer, woanders ist es eben, wie viele Leute kommen, wie viel muss ich einkaufen, dass ich Gastronomie machen kann. Also das hängt ja wahnsinnig viel dran, und wenn du nie genau weißt, was kommt auf dich zu und wie ist es in der Umsetzung dann auch so, dass da nicht irgendwann einmal alle Leute davonlaufen oder gar nicht mehr kommen, weil sie sagen, ich weiß ja nicht, ob es funktioniert, dann wird es halt zäh und dann wird es schwierig, und dann sind wir halt in einer Thematik drinnen. Leider Gottes, wie ja nicht nur der Sport, wie die Kultur, wie die Gastro, wahrscheinlich wie der Tourismus, der Handel teils wahrscheinlich. Es geht ja eh allen schlecht. Aber ich finde, und da muss ich dann schon einmal auch eine Lanze für den Sport brechen, also wir sind nicht die Ersten, die schreien, aber in dem Fall war es dann schon so, wir sind jetzt dann ja auch froh, dass wir 3000 haben.
Aber die Planbarkeit war, dass wir mehr haben mit Gelb. Okay, eigentlich war die andere Planbarkeit dann, dass wenn ein Rausch kommt, sind nur 500. Mhm. Jetzt haben wir mit einem Rausch 3000. Das ist wiederum schön. Auf der anderen Seite war der Plan, der Grundplan, dass man 5 rein. Also es ist schwierig. Wobei die Regierung halt immer das Einser-Argument verwenden kann, es geht darum, Menschenleben zu retten. Und dagegen ist wahrscheinlich tatsächlich schwer anzuargumentieren. Ja, da tust du dir dann schon schwer damit, was dagegen zu sagen, egal wie du dazu stehst und wie du das selbst bewertest. Aber das ist etwas, was natürlich... Das Totschlagargument. Also, ja. In dem Fall muss man hört, passt nicht gut zu der Gesundheitskrise, wenn du sagst, das ist ein Totschlagargument. Aber natürlich, damit kann ich alles niederprügeln. Nicht? Ob das dann in der Umsetzbarkeit für die Betriebe, in dem Fall auch für die Fußballvereine, ob das dann nachvollziehbarer wird oder einfach in der Umsetzung, das wage ich schon sehr zu bezweifeln. Ne? Wenn wir über die Wirtschaftlichkeit sprechen, dann ist es dieser Tage nicht weit bei der Austria zum Thema strategischer Partner oder Investor. In diese laufenden Gespräche bist du wie sehr involviert und warum bist du bei diesen Gesprächen oder in diese Gespräche überhaupt involviert? Weil man könnte mal ja glauben, ein Sportchef oder ein sportlicher Leiter ist froh, wenn er sich um nichts kümmern muss, außer ums Sportliche. Nein, das war ja mit ein Grund, warum ich zur Austria gekommen bin. Jetzt nicht unbedingt, um einen strategischen Partner zu suchen, aber um die Problematik, die wir heute haben, mit dem, sag das auch noch einmal, mit dem vollkommen notwendigen Umbau der Arena und der daraus auch wirtschaftlichen Probleme, dass wir die lösen. Das war der Zugang, deswegen auch nicht vor einem Jahr eine Trainerposition, sondern bewusst eine Position im Vorstand, damit wir mit dem Markus gemeinsam das richten. Und dann schaust du dir die ganze Thematik an und dann hast du natürlich verschiedene Szenarien und dann kommst du auf das Szenario, dass du halt auch möglicherweise Anteile verkaufen könntest. Und da kommt dann wieder der Sportvorstand ins Spiel. Klar, es ist deswegen ein Thema und deswegen ist es auch wichtig und deswegen bin ich in den Gesprächen noch dabei, weil es auch eine sportliche Entscheidung ist. Also wir suchen jetzt nicht einen Investor, der die Kohle reinlegt und das war's, sondern wir suchen, deswegen ist er auch strategischer Partner und kein Investor, so wie ich ihn halt bezeichne, weil wir Sport-Know-how dazu suchen, weil wir Sportkontakte und Vernetzungen dazu in unseren Verein reinbringen wollen. Und das weiß ich halt aus der Erfahrung, vor allem dieser langen Jahre in Deutschland, dass sehr, sehr vieles über Netzwerk geht und sehr, sehr vieles über Netzwerk. Das ist so offen, der Markt. Das heißt, wenn du da Kontakte hast, die dann auf der einen Seite sportliches Know-how reinbringen und wirtschaftlich uns unterstützen, das ist das, was wir suchen. Und da bin ich voll dabei in den Gesprächen. Und das, was wir aufpassen, das macht die Austria aber auch interessant, das möchte ich auch noch mal dazu sagen, ist, weil viele Angst haben um was passiert mit unseren Farben, was passiert mit unserer Tradition, was passiert mit sonstigen Dingen, die klassisch zu Austria Wien seit über 100 Jahren gehören. Das ist genau der Punkt, diese Dinge, die werden nicht verändert, sondern das sind die Dinge, die Austria Wien für jemanden interessant machen. Also hätten wir das alles nicht, diese Tradition, diese Historie mit außergewöhnlichen Spielern, diese Infrastruktur, unsere Farben, ich sage mal unser Netzwerk, unsere Fans, die auf Tradition pochen, dann wäre das für die meisten überhaupt nicht interessant einzusteigen. Und seit dieser Saison, Sie wissen das, ist Peter Stöger auch wieder Cheftrainer der Wiener Austria und in dieser Funktion bisher bei jedem Training am Platz oder gab es schon mal Terminkollisionen? Heute war es knapp. Aber unseretwegen soll ich Schuldgefühle haben? Nein, ist nicht notwendig, aber ich sage nein. Also es ist schon teilweise ein dichtes Programm, klar, weil, wie gesagt, ich versuche mich weiter mit dem Markus Kretschmann um die strategischen Entscheidungen zu sorgen. Das mache ich weiter. Und zusätzlich habe ich halt den Trainerjob und ich war bis jetzt auch bei jedem Training dabei. Ich habe Gott sei Dank mein Trainerteam mit dem Gerd Fellner, mit dem Jochen Fallmann, mit dem Alex Bade so aufgestellt, dass das sehr, sehr kompetente Menschen sind mit der höchsten Trainerqualifikation und die haben auch Fußballmannschaften schon allein gecoacht und trainiert. Das macht es vom Gefühl her einfacher, wenn ich wirklich mal nicht da wäre. Da habe ich hundertprozentig Vertrauen und das meine ich damit, mit meinem Staff habe ich dann schon sehr vieles abgedeckt. Ich begebe mich mit der nächsten Frage auf wahrscheinlich für mich ein bisschen heikles Terrain, weil wenn du magst, kann du mich jetzt jederzeit in die Tiefe hineinziehen. Ich mag jetzt versuchen, mit dieser Frage das wiederzugeben, wovon ich glaube, dass du
stehst oder wofür ich glaube, dass du stehst als Trainer. Aber es gibt ja die viel oder die heiß diskutierte Frage der Spielphilosophie. Okay, also genau. Da gibt es die einen Vertreter, die sagen, der Club muss die Spielphilosophie vorgeben, der stülpt da über alle Altersklassen oder über alle Mannschaften drüber und danach wird dann das Personal ausgesucht, also Spieler und Trainer. Jetzt glaube ich, und das wäre meine Frage, ob ich es richtig verstanden habe, dass Peter Stöger das ein bisschen differenzierter sieht, weil er sagt, wenn ich das tue, dann wird es wahrscheinlich relativ teuer, weil ich mich auf eine Spielphilosophie festlege, bin ich auch verpflichtet, spezielle Spielertypen zu holen. Und wenn ich die jetzt nicht selber bei mir habe, dann muss ich wahrscheinlich ins Gesporte greifen. Ist das sehr vereinfacht gesagt, wofür du stehst? Naja, also ich glaube schon, dass ein Fußballverein eine Idee haben muss, wofür er am ehesten steht. Deswegen sucht er ja auch im Normalfall seine Jugendlichen aus, die in die Akademie kommen, die dort eine Ausbildung bekommen. Und suchst ja auch die Trainer aus, wofür die stehen, was sie gut können. Es geht ja darum, immer was wir auch in der Umsetzung hinkriegt, vom Trainer bis zum Spieler. Aber es ist für mich schon schwierig zu sagen, du kannst das drehen, wie du willst, aber wenn du zu einer Mannschaft kommst, im Normalfall steigst du in diese Gruppierung ein. So, und jetzt kann ich dann sagen, was haben diese Spieler für Qualitäten oder was möchte ich spielen? Und ich gehe aber dir in den Zugang, dass ich schaue, was haben die Jungs drauf, was können die umsetzen? Und nachdem versuche ich halt meine Spielidee und mein System anzulegen, weil ich glaube, es ist halt wichtig, dass die Jungs schon das Gefühl haben, dass sie ihre Stärken ausspielen können. Mhm. Weil du da halt kann man darüber denken, wie man will. Es gibt auch in dem Geschäft, wo wir unterwegs sind, gibt es auch kein richtig und kein falsch. Es gibt nur, du gewinnst was oder du gewinnst nichts. Wenn man der Vertreter der These oder der Variante Nummer 1 ist, dann kommen relativ schnell die Beispiele Salzburg, Ajax, Barcelona. Ja, das sind jetzt wahrscheinlich nicht die schlechtesten Beispiele. Ja, aber da kann man jetzt auch sagen, Ajax hat jetzt nach 15 Jahren war von der Bildfläche verschwunden. Die Salzburger gehen natürlich einen ganz anderen Weg, der ja sehr, sehr breit gefächert ist. Da reden wir dann natürlich auch von Synergien, die sie halt schaffen. Da bin ich dann möglicherweise auch in einer kleinen Denke von einem strategischen Partner, weil die Leipziger eben die Salzburger haben, die haben Akademien und Kontakte in den USA, nach Afrika, die sind richtig gut aufgestellt. Also da gibt es Synergien, wo du mehr gewinnen kannst. Die haben auch, glaube ich, auch finanziell ein bisschen einen anderen Background. Aber ich sage jetzt nicht, dass es eine falsch ist und das andere richtig. Ich sage nicht, dass es eine moderne ist für die Öffentlichkeit, wo das irgendwer für was steht. Ich stehe halt dafür, dass ich Spieler versuche zu entwickeln und dass diese Entwicklung der Spieler ein ordentliches Fußballspiel auf die Beine zu bringen, wo die Jungs das Gefühl haben, da finden sie sich wieder und das ist nicht auf ich will jetzt nicht sagen auf dem Egoismus, aber in irgendeiner Idee, die ich mir zu Hause zusammenreime, die ich gerne umsetzen möchte, weil ich so erfolgreich sein möchte. Sondern ich möchte erfolgreich sein, wo sie sehr, sehr viele wiederfinden, wo sie das Gefühl haben, sie werden entwickelt, sie machen die nächsten Schritte, ob das ein arrivierter Spieler ist, der sich dann einmal in der Position der Weiterentwicklung für die Mannschaft wiederfindet, ob das ein junger Spieler ist, den wir begleiten, dass er den nächsten Schritt macht und das Ganze in einem Konstrukt einer Fußballmannschaft. Das ist halt so. Also es ist alles okay. Ich meine auch, das ist schon so, deswegen versuchen wir halt in der Saison schon mehrere Dinge aufzufangen. Also in der Akademie ist unser Zugang schon so, wir wollen technischen Fußball spielen. Wir haben relativ viele Spieler, die mit dem Ball richtig gut unterwegs sind, die können kicken. Wir haben jetzt vielleicht nicht die körperlich robustesten Spieler, die wir von unten rauf kriegen. Das heißt, wir müssen mit denen auch schauen, wenn sie einen Schritt weitermachen wollen, dass sie ihre Technik auch rausspielen können. Das werden wir versuchen. Das ist allerdings auch die schwierigste Aufgabe für eine Fußballmannschaft. Ordentlichen Fußball zu spielen, dominanten Fußball zu spielen. Jetzt werden wir schauen, ob wir das hinkriegen. Es wird in dem Jahr nicht alles so funktionieren, das sind wir uns aber auch bewusst. So, wir sind schon fast über der Zeit, aber die Watschen aus der Regie nehme ich gerne in Kauf, wenn es für die noch okay ist, dass ich zwei, drei Abschlussfragen stelle. Zum Beispiel jener nach der Motivation. Wie sehr muss ein Trainer auch motivieren können? Weil es gibt ja nicht wenige Trainer, die sagen, also wenn ich meine Fußballer, meine Spieler, meine Profis motivieren muss, dann haben sie eh den Job verfehlt. Weil wenn ein Profi nicht weiß, was er zu tun hat, ist er diesbezüglich eh fehl am Platz. Dann tauchen aber auf Facebook und sonst wo wieder Videoschnipsel von einer Halbzeitansprache von Jesse Marsch in Liverpool auf oder wo es noch viel
schlimmer unter Anführungszeichen zugeht von Pep Guardiolas Halbzeitansprachen. Da scheint es dann offenbar sehr wohl auch zumindest oder in diesem Fall fast ausschließlich darum zu gehen, die Männer zu pushen. Nein, also was glaube jetzt? Ich glaube gar nicht. Ich glaube, es geht darum, klare Worte zu finden. Mhm. Ja. Und die kann man dann eben so bringen, dass man glaubt, das ist eine Motivationsrede oder das ist etwas, was du das ganze Jahr sagst, was sie tun müssen, um erfolgreich zu sein. Und in den meisten Fällen schauen wir das ja auch sehr wohl an. Aber nützt sich der Schmäh von Guardiola nicht ab, wenn die in jeder Halbzeit so emotional ist? Genau, das wird auch nicht machen. Und also ich habe schon den Grund, natürlichen Zugang, dass ich nicht dafür verantwortlich bin, dass diese Jungs von mir motiviert werden. Das ist vollkommen richtig. Was du allerdings schon machen musst, du musst ihnen eine Perspektive aufzeigen. Man muss ihnen mit klaren Worten sagen, was sie zu tun haben in unserer Einschätzung, damit sie in dieser Mannschaft quasi aufgenommen werden, dass sie in die erste Elf kommen, dass sie möglicherweise für die jungen Spieler, was sie noch zusätzlich zu tun haben im Spiel und in der Trainingsarbeit, dass sie weiterkommen, über Austria hinaus den nächsten Schritt zu machen. Das ist etwas, was du ihnen mitgeben musst. Das heißt, und das muss ihnen die Motivation sein, an diesen Dingen zu arbeiten, dass sie weiterkommen. Also ich habe schon so Phasen, wo ich genug damit zu tun habe, mich selbst zu motivieren und ein positives Beispiel zu sein. Also meine Aufgabe ist, die Eigenmotivation zu bringen, dass ich die Jungs weiterentwickeln kann. Ich bin ja der klassische Motivator. Ich glaube, es gibt auch ganz wenige, es wird sich auch abnützen. Und ich sehe auch in diesen Ansprachen schon klare Worte, was zu tun ist. Bis heute jetzt nicht als diese Aufgabe des Trainers und das ist jetzt auch nicht unbedingt eine Motivationsrede. Okay, dann zum Abschluss vielleicht noch zwei ganz aktuelle Fragen in Form von zwei Personalien. Erstens, wie fit ist Markus Suttner? Wird er gegen Ried wieder einsatzbereit sein? Und die zweite gleich nachgeschossen. Du wirst mir jetzt nicht verraten, ob er in der Startformation steht, aber was darf sich Alex Grünwald von dieser Saison erwarten, vor dem Hintergrund, dass er gegen den LASK zu Beginn nur auf der Bank war? Also Sutti ist jetzt wieder im Trainingsbetrieb dabei. Das ist positiv. Wir werden es dann kurzfristig entscheiden, ob er zum Einsatz kommen kann, aber es sieht jetzt einmal soweit okay aus. Und Alex Grünwald hat eine ordentliche halbe Stunde gespielt, als wir ihn eingetauscht haben. Grüni ist für mich ein total wichtiger Spieler, ist der Kapitän dieser Mannschaft. Und er wird so wie alle anderen daran gemessen, was wir glauben, Woche für Woche, welche Spieler die besten für unsere Spielidee sind. Der wird genug Spieler haben, wo er von Beginn an startet, wird genauso Spiele haben, wo er möglicherweise als wichtiger Faktor dann im Laufe des Spiels kommen kann. Okay. Er ist momentan gut drauf und er hat auch gesagt, dass er Ersatz war, hat er die Woche mal gesagt, ist eigentlich für ihn eher Sprung nach vorne bei mir, weil das letzte Mal hat er die ersten vier Spiele waren nicht mehr. Also hat er einen Quantensprung gemacht. War ein anderes gewohnt. Ja. Na bitte. Also dann alles Gute, Alex Grünwald. Und Peter Stöger, vielen Dank. Und es soll jetzt irgendwelche Unklarheiten geben, darf ich mich melden auf der Handynummer. Dankeschön. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.